Beziehen Sie Verteidigungsstellung. So. Herzlich willkommen. Na. Zu Overwatch. Wir spielen jetzt in einem benutzerdefinierten Match mal die Eichenwalde Map. Die ist nämlich jetzt auf dem PTR-Server verfügbar. Und die Map spielt ja in der Nähe von Stuttgart. Ist damit Reinhards Heimat sozusagen. Und diese Eichenwalde, die Stadt Eichenwalde, dieses Dorf, eher gesagt, Eichenwalde, ist ein verlassenes, überranntes Dorf, was von den Omniks ein bisschen zerstört wurde. Und von den Omnik-Kriegen ein bisschen kaputt gemacht wurde. Ich durfte das schon auf der Gamescom spielen. Hab da ein paar Stellen gesehen, die mir nicht so gefallen haben. Vielleicht sehe ich das gleich anders, weil auf der Gamescom ist man natürlich komplett anders ausgesetzt irgendwie. Dann mal los! Weiß nicht, wie das aussieht. Ich spiele das eben alleine hier, damit wir ein bisschen Ruhe haben und uns umgucken können. Hier sieht man halt überall so Bastion-Einheiten rumliegen, so kaputte. Was sehr cool ist. Und dann gibt es hier sehr viele verwinkelte Ecken und Wege, wo man halt überall, hier seht ihr zig Wege, wo man lang kann. Hier ist der Thronsaal. Glaube ich, ist er das? Erwartet. Ja. Hier ist der Thronsaal. Hier sieht man dann auch so noch ganz viele Bastions. Und das ist das Überbleibsel von der, vom Anführer, die Reinhard, also die Reinhard zum Beispiel, angeführt haben. Das ist der Chef. Und das ist auch der Skin, den Reinhard jetzt bekommt. Das ist verdammt cool irgendwie, dass der hier liegt. Lasst euch jetzt mal nicht hier von der Zeit beeinflussen. Ich glaube, 5 Minuten reichen, um uns die Map ein bisschen anzugucken. Ist sehr cool. Ja, dann hat man hier so ein paar Räume. Das ist der Spawn-Bereich, wie es aussieht. Das ist der Bereich, den man als letztes verteidigen muss am Ende. Als Verteidiger. Hier hat man noch eine Map. Alle Uhren in der Map sind auf dieser Uhrzeit stehen geblieben. Lustigerweise. Also, da wurde der Entwickler sogar gefragt von GameStar, was es damit auf sich hat. Da oben kann zum Beispiel eine Pharah rein. Das ist eigentlich ganz cool. Hier finde ich es, ich weiß gerade nicht, das können wir mal eben schauen, wenn man hier verteidigt, also diesen Ort hier, und die Leute hier die Tür aufgestoßen haben, hat man einmal hier die Tür, oder bevor die halt, sagen wir es mal so, das ist mir auf der Gamescom halt aufgefallen, der Rambock, den man in dieser Map schiebt, steht dann hier kurz davor, und man will als Attacker, als Verteidiger, ja da raus oder da raus. So, man kann natürlich auch da raus, aber das kann nicht jeder Charakter. So, jetzt müssen die Gegner sich eigentlich nur noch aufteilen und hier reinhalten. Nur noch reinhalten. Und das finde ich eine Stelle in der Map, die ist nicht so cool. Es sei denn, ich finde jetzt noch eine Stelle, wo man noch raus kann. Aber es sieht nicht so aus. Das fand ich nicht so cool. Das ist mir auf der Gamescom eingefallen, weil dann bist du hier raus. Und dann stand da ein Bastion. Dann bist du dahin. Dann stand hier ein Torbjörn. Keine Ahnung. Irgendwas stand dann da und hat dich halt voll weggerotzt. Und du konntest kaum was machen. Und das fand ich ein bisschen dumm, so an der Stelle, weil man halt nur die zwei engen Gänge hat. Solange die Tür natürlich noch nicht offen ist. Wenn die große Tür offen ist, ist das was anderes. Was ist das hier eigentlich? Das ist eine krasse Einheit. Okay. Ja, schauen wir uns nochmal ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch ein paar Sachen. Da die Map in Deutschland spielt, haben wir natürlich ganz viele deutsche Schilder hier. Computerwelt von Rittgen. Ja, hier gab es dann PCs zu kaufen damals. Super Schlussverkauf. Alles auf Deutsch, weil das hier halt eine Stadt in der Nähe von Stuttgart ist. Die Stadt sieht man hier auch. Also Stuttgart in der Zukunft sieht man auf der Map auch. Ich weiß nur nicht. Alter, guck mal da hinten. Da ist ein riesiger Omnik-Roboter noch da am Rumstehen. Das ist richtig cool. Ein paar Fahrräder. Hier ist die Jagdhütte Edelweiß. Da, die hinten. Da, guck mal da hinten auch die Straße hier unten. Da will man eigentlich schon fast hinhüpfen. Weil so viele Details sind. Aber da stirbt man, glaube ich. Das ist verdammt cool gemacht, die Map. Hier haben wir auch Vögel. Das ist lustig, weil die Bastion Cinematic ja in der Nähe von einem Wald stattfindet. Und dieser Vogel da anscheinend beheimatet ist. Und Bastion dann ja sich mit denen anfreundet. Das ist sehr cool. Gehen wir mal weiter. Das ist die zweite Tür. Also die zweite Tür. Das ist der Rambock, der geschoben werden muss. Es ist eine Capture den Point Map und dann eine Schiebemap. Also es ist so eine Kombination. Hier müssen die Leute dann halt den Punkt einnehmen. Hier ist nochmal der... Ist das ein Copy-Paste-Raum? Hatten wir den da hinten nicht auch schon? Okay. Hier kann man zum Beispiel hinten lang durch das Gebäude, durch das Kaputte hier. Dann kann man hier durch.
Und dann kommt man ganz umständlich auch wieder hier hin. Also, wie gesagt, es gibt zig Wege auf der Map. Hier ist der Uhrenkeller. Das ist der Raum mit den ganzen Uhren. Glaube ich. Ist der hier drin? Kommt man da hin? Nee. Ich will aber die Stadt Stuttgart nochmal ein bisschen zeigen. Wir haben noch eine Minute. Das ist die Computerwelt. Warte mal. Die müssten ja von hier kommen. Genau, von hier kommen sie. Hier ist die Gütebäckerei. Brauerei Mittagskrug. Da spawnen die Gegner. Also die Attacker. Hier steht auch ein Bestchen rum. Krass. Wie viele hier auch liegen. 60 Sekunden. Ja, Spiel. Ist okay. Sieht man die Stadt von hier? Ich habe jetzt immer nur auf der Seite geguckt, aber von irgendeiner Seite müsste man die Stadt sehen. Von der hier wahrscheinlich. Da. Das ist Stuttgart, wie es in der Zukunft aussehen könnte, haben sie sich gedacht. Und das ist ja auch die Wiese, wo Bestchen dann da so dahin geht. Da hinten sind die Wälder, wo Bestchen dann irgendwo drin steht und da rauskommt. Eine sehr, sehr, sehr coole Map. Noch 30 Sekunden. Aber ich finde halt, am Ende ist es noch verbesserungswürdig. Und wir machen in der Folge jetzt noch. Ich verlasse das Match mal. Gucken wir mal einmal, ob der Skin von Reinhardt schon drin ist. Balderich? Ist das der? Nice. Ist es verbuggt? Moment. Jetzt. So. Da ist er. Greifhardt, das ist halt der Bewucherte, der viel geiler ist, muss ich gerade mal gestehen. Also das ist der, wie er in dem Schloss liegt, so ein bisschen überwuchert und alt. Das ist er sauber. Also ist ein verdammt geiler Skin, muss man mal sagen. Er hat Details ohne Ende. Also das ist der beste Skin für Reinhardt, muss man halt mal so sagen. Der ist cool, aber also den will ich auf jeden Fall haben. Oder den. Ich finde den Greifhardt sogar fast schon cooler. Warte mal, Greifhardt hat ja andere Hände? Nee, sind die gleichen. Sehr, sehr cool. Da finde ich den sogar schon ein bisschen stylischer. Okay. Wir können uns noch einmal haltet das Tor spielen. Die Schlacht um Eichenwalde beginnt aufs Neue. Machen wir einmal. So. Verteidigerrunde steht jetzt am auf der Tagesordnung. Ich bin vorhin noch in die Runde reingekommen als Attacker. Aber die war innerhalb von 2 Minuten vorbei, weil ich halt in die laufende Runde kam. Ja, der Meister Balderich. Ja, deswegen habe ich Reinhardt genommen, weil er hier halt die Sprüche raushaut. Und, ja, die Attacker-Runde war innerhalb von 2 Minuten vorbei. Die haben wir gewonnen, weil die waren schon am Schieben, waren schon kurz vorm Ziel. Und ich bin reingekommen und es war vorbei. Im Grunde habt ihr da... Wurdet ihr da eine Angriffsrunde beraubt, aber da kann ich euch leider nicht helfen. So, deswegen machen wir jetzt einfach... Die Verteidigungsrunde, die müssten von da kommen. Ey... Hast du von den da kommen. Busch da gesehen? Von da müssten sie kommen. Genau. Hier. Hier ist eigentlich eine gute Stelle, um zu verteidigen. Ich weiß nicht, warum sie da stehen. Weil man hat hier oben auch die Brücke. Das heißt, man kann da oben auch irgendwie Bäschen hinstellen oder so. Angreifer nähern sich. Verteidigen Sie Zielpunkt A. Bringen wir es zu Ende. Ich mach einfach mal, dass die hier hinter mir stehen können. Nice, direkt einen Kill gemacht. So, da wurde der Genji gierig. Ah, leider nicht getroffen. Ich mach jetzt einfach mal... Oh fuck, das ist natürlich doof jetzt. Jetzt muss ich chillen, Leute, es tut mir leid. So, hier ist ein Health Pack drin. So, jetzt bin ich wieder da. Jetzt können wir wieder verteidigen hier. Auch hier überall zerstörte Gebäude, wo man leider nicht rein kann da oben. Das habe ich auf der Gamescom versucht. Man kann da leider nicht reinfliegen. Huch. Komm, mein Genji geflogen. Irgendwas schießt auf meinen Dings. Von rechts. Ah, da gefressen. Schade. Tracer kommt mit einer Ulti wahrscheinlich, ja. Oh, fuck. Ich muss weg. Ja, da haben sie mich geschwächt und völlig eliminiert. Und damit werden sie jetzt den Punkt auch einnehmen. Geh weg. Weil meine Teammates irgendwie nichts machen. Was ist denn da los? Mein Ultimate ist noch nicht bereit. Er wird
Patschehändchen aus den Taschen und kümmert euch mal um den Punkt. Ja, eben. McCree, du sagst es. Was haben sie denn da jetzt gemacht? Das ist jetzt auch. Man kommt hier aus diesem kleinen Raum raus. Und ist direkt hier mittendrin. So, da. Ah, Leute. Da, man ist halt in diesen ganz vielen kleinen Räumen drin. Das ist so die Tücke von der Map. Man ist halt ganz oft in irgendwelchen engen Räumen drin. Und kriegt dementsprechend halt auch auf den Sack. Und da muss man sich entweder darauf einstellen oder es muss so ein bisschen was gefixt werden. Ich weiß es noch nicht. Hier haben wir wieder einen engen Raum. Haben wir. So. Das muss mal sein. Oh, fuck. Natürlich hat er mich noch erwischt. Was zur Hölle? Ah, die Wand war nicht weit genug. Ja, Such, ist okay. Hätte ich machen können, habe ich aber nicht. Eine Schiede. Barriere aktiviert. Nicht drauf, ich krieg voll auf den Sack, aber egal. Wir haben die Diva gekriegt. So. Die Sache ist noch nicht gegessen. Trotzdem bin ich am Brennen. Möchte ich mal anmerken, ne? Also. Ah, hier ist auch wieder ein Weg. Das ist alles so zig Wege, die man noch nicht raus hat. Ja, okay. Da komme ich nicht nach. Das ist eure gerechte Strafe. Spiel Reinhardt halt auch nicht so oft. Muss ich mal reinkommen erstmal. Nice. Geh nicht zu weit, der wartet doch da. Wow. So, den haben wir geknufft. So, den haben wir weggedrückt. So, wo geht's hier raus? Da habe ich Healpacks. Hier ist so ein Labyrinth überall. Schade. Haut wieder ab. Okay. Ja, ja. Pass halt auf die Diva da hinten auf. Die will, jetzt will sie ihre Ulti machen. Oh, natürlich. Ach, Mann, dass das nicht da oben zählt. Wo ist sie? Nice, okay. So, haben wir auch gemacht. Aua! Hanzo? Oh, was? Er war fast down. Er hat nichts mehr. Also den hätte man jetzt easy holen können. Easy. Ich spiele Reinhardt halt gerne aggressiv. Das ist es immer. Viele, wie viele ihn vielleicht nicht sehen wollen würden. Aber ich spiele ihn gerne aggressiv. Verdammt, reise ich am meisten. Hallo? Anna? Hey, Tracer. Kann die mal einer machen? Kann die mal einer killen? Oh shit, okay, das war knapp. Nice move. Haben die einen Junkrat? Ja, haben sie. Oh, fuck it.
Oh, fuck it. Aber ey, 4 Goldmedaillen. Anscheinend bin ich nicht der Schlechteste in der Runde. So, jetzt kommen wir zu der Stelle, wo ich sagte, hier haben wir einmal den Thronsaal. Und sie haben die Tür eingehauen. Das ist sehr cool mit der Soundkulisse, dass sie da die Tür öffnen. Und die halt auch so kaputt geht. So. Wo kommen die Gauner? Wir gehen einfach mal hier oben lang. Komm, einen kriegen wir. Jawohl. So. Komm, die Diva da hinten kriegen wir auch noch. Falle, shit. Ah, da. Eine May? Nee, eine Ana ist da hinten am Start. Dein Ernst? Schade, Boogie hätte ich gerne noch gehabt. Okay, haben wir. Ist tot. So, ich muss mal hier irgendwie hin. Damit die Karre hier nicht so weit fährt. Ah, ich verziehe immer, das ist das Problem. Tracer fällt runter. Ist sie tot? Hier war doch einer. Ja, genau, Tracer. Oh, dein Ernst? Hatte ich echt nur noch so wenig HP, da habe ich nicht drauf geachtet, leider. Ah, sie hat mich halt gut runtergeschossen, okay. Man sieht meine HP halt leider nicht. Kann man die Bilder runterhauen? Nee, schade. Sind aber noch nicht richtig drin. Also jetzt sind sie, glaube ich, drin, aber so weit sind sie noch nicht reingekommen. Okay, nice. Den kannst du nicht fressen, Mädchen. Fuck. Oh, fuck it, ey. Das war zu viel. Das war zu viel. Jetzt kommen wir halt immer hier in den engen Thronsaal rein. Da hinten ist der Tracer. Ja, und jetzt wird's halt richtig knifflig, weil hier halt 6 Leute auf engem Raum stehen. Das ist ein bisschen wie Gibraltar. Nur noch ein bisschen ekliger. Oh, schade, da war keiner. Fuck. Da komme ich nicht lang. Fuck! Hat die sich jetzt echt umgedreht und mich nur erwischt? Ernsthaft? Das ist der gute Ulti von Hanzo. Vielleicht kann er was reißen. Nee, kann er nicht. Doch, 2 hat er gekriegt. Alter. Das ist jetzt halt echt eklig hier vorne. Wir müssen sie jetzt hier in diesen engen Tunneln aufhalten. Oh Gott, was ist das hier für ein Weg, ey. Einfach hier vorne, Leute. Hier vorne. Warten, dass sie kommen. Genau das. Kommt der Wolf. Heilung platziert. So, den kriegen wir. Haben wir auch gekriegt. Ah, fucking Ana. Oh, ich konnte mich nicht mehr richtig umdrehen. Jetzt hat sie eine Tracer geboostet. Ne, das ist eine Diva. Auch fies. Komm, das sind 2 Meter, das schaffen die nicht. Komm, mach die Tracer. Nice. 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 Na, haben die jetzt... Okay, wir haben gewonnen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, die Map hat so seine Tücken. Vielleicht muss man sich nur dran gewöhnen und die Wege kennen. Ja. Das war da, wo ich angeblich den Schild hätte hochhalten können und alle retten können. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich. Nee, es war gar nicht da. Okay. Oder doch, das war da.
Vor allem hätte ich nicht alle retten können. Die waren alle verteilt. Egal. So, das war's dann mit der Runde Overwatch. Auf dem PTR-Server. Der Patch kommt dann bald, hoffentlich. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.